Herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder da sind zu unserem heutigen Webinar WeOS 4.32.0 und WeConfig 1.15.0. Entschuldigung. Mein Name ist Lisa Heiler. Ich bin heute Ihre Moderatorin und freue mich wirklich sehr, dass Sie alle heute wieder so zahlreich erschienen sind. Ich bin zuständig für den strategischen Vertrieb und das Marketing bei Westermo Dach. Deutschland, Österreich und der Schweiz. Ich bin aber heute nicht alleine, sondern unser Vortragender heute ist mein Kollege Erwin Lasinger, Industrial Cybersecurity Expert aus dem wunderschönen Österreich. Hallo Erwin. Hallo Lisa. Ich hatte es ja schon angedeutet, unser Thema ist heute WeOS 4.32.0 und WeConfig 1.15.0 und die Dauer des heutigen Webinars wird auch wieder circa 45 Minuten betragen. Das Webinar wird wie immer aufgezeichnet und im Nachgang, also morgen, für Sie bereitgestellt auf unserer Homepage www.westermo.de oder auf unserem YouTube-Kanal. Einfach Westermo in der Suchfunktion eingeben und dann finden Sie uns. Gerade ein bisschen Probleme mit der Technik beim Umschalten. Moment, Lisa, ich schalte um für dich. Dankeschön. Sie sehen, wir sind tatsächlich live. Genau, dann komme ich auch schon zur Fragefunktion. Wenn Sie Fragen haben an uns, stellen Sie die gerne in dem Fragefenster. Sie sehen es hier eingeblendet. Stellen Sie gerne Ihre Fragen während dem Webinar oder am Ende auch gerne. Wir haben am Ende des Webinars genügend Zeit eingeplant, um alle Fragen entsprechend zu beantworten. Die Fragefunktion finden Sie auch. Ich habe schon eine Ankündigung gemacht, habe Sie schon herzlich begrüßt. Da sehen Sie, wir sind auch gerne für den Austausch hier bereit. Stellen Sie gerne Ihre Frage einfach in dieses Fenster. So. Sie haben es auch schon gemerkt, ich hatte ja Probleme beim Umschalten. Das hier ist ein Livestream. Den können Sie gerne entsprechend stoppen oder wieder starten, einfach über den Pause-Play-Button. Wir haben es hier auch nochmal per Screenshot verdeutlicht. Sollte was dazwischen kommen, können Sie einfach kurz pausieren und dann wieder einsteigen. Sollten Sie aber längerfristig rausgenommen werden, können Sie sich gerne das Webinar im Anschluss nochmal anschauen durch die Aufzeichnung. So, dann möchte ich gerne noch was zu unserer Westermo Academy sagen. Ich bin ja Marketingbeauftragte bei uns und deswegen liegt es mir besonders am Herzen, da nochmal Werbung dafür zu machen. Und zwar ist die Westermo Academy ein zertifiziertes Trainingsprogramm, welches auch in Deutsch verfügbar ist. Wir haben jetzt in der Dachregion nochmal zwei Termine für Sie in petto, die wir jetzt aktuell anbieten können. Und zwar ist es einmal für das Certified Engineer Switching Training. Das ist am 21. bis 23. Juni in Neumarkt in der Oberpfalz. Hierfür haben wir noch einen Platz verfügbar. Und das zweite Training wird sein am 18.10. bis 20.10. in Barkhäusl. Und wir hoffen, dass wir Ihnen das Training auch bei uns im Westermo Office in Barkhäusl anbieten können und würden uns freuen, Ihnen auch dann unsere Räumlichkeiten zu zeigen. Genau. Hier eingeblendet sehen Sie auch ein Video, was meine beiden Kollegen Erwin Lasinger und Serhat Atasoy links von mir mit mir zusammen aufgenommen haben. Wir haben einfach nochmal die wichtigsten Fragen rund um die Westermo Academy für Sie in Deutsch zusammengefasst und in ein Video gebracht, sodass Sie sich das gerne auch nochmal anschauen können, falls Sie Fragen haben. Sollten aber auch noch individuelle Fragen offen sein, dürfen Sie sich auch sehr gerne per Mail unter info.de@westermo.com oder unter der eingeblendeten Telefonnummer bei uns melden. Wir freuen uns sehr, wenn Sie Fragen an uns haben und wir diese dann auch beantworten können und so in den Austausch gehen. Und wir freuen uns noch mehr, wenn wir Sie bei einem unserer Trainings dann in Deutschland begrüßen dürfen. So, ich darf nun auch tatsächlich an meinen Kollegen Erwin weitergeben, der uns jetzt mit seinem Vortrag dann bereichern wird.
Danke, Erwin. Danke, Lisa. Hallo auch an alle Zuseher, Zuhörer. Willkommen zu einem weiteren Webinar zur VUS-Reihe. Wir haben ja wieder ein Update rausgebracht für Sie mit vielen neuen und interessanten Funktionen. Thema ist eben VUS 4.32 Version. Starten wir mit der ersten großen Neuerung, die es gibt jetzt in dieser Version, und zwar sind das diese Modbus DPI Rules, die Deep Packet Inspection Rules. Beginnen wir wieder ein bisschen Grundlagen. Wo starten oder was macht so eine Firewall generell? Firewall überwacht den Datenverkehr. Ich stelle hier ganz kurz um auf den Laserpointer. Hoppala. Ich hoffe, hier Laserpointer, genau. Wir sehen hier eine Leitwarte, Leitzentrale, und die hat zwei Verbindungen. Einmal raus in das Internet und einmal zu dieser Steuerung, hier unten rechts schematisch dargestellt. Und dieser Leitstand fragt oder holt sich jetzt entsprechend Daten von dieser Steuerung. Die Firewall hier dazwischen überwacht den Datenverkehr, sagt, ja, ist okay, der Leitstand darf sich die entsprechenden Werte holen aus dieser Steuerung, aber im Gegenzug dazu darf dieser Leitstand aus diversen Sicherheitsgründen nicht direkt mit dem Internet kommunizieren, also hier wird der Datenverkehr gesperrt. Also man sieht, anhand von Regeln wird entweder entschieden, dieser Datenverkehr ist zugelassen oder dieser Datenverkehr ist gesperrt. Dazu gibt es unterschiedliche Technologien. Es gibt Paketfilter-Firewalls, es gibt Stateful Packet Inspection. Das bedeutet, dass die Firewall den Verbindungszustand kontrolliert. Das heißt, Sie müssen nur jetzt die Verbindung vom Leitstand Richtung Steuerung freigeben. Die Firewall kontrolliert dann für das Antwortpaket, gibt es eine Verbindung? Wenn ja, werden die Datenpakete zugelassen, wenn nein, werden die Datenpakete dann entsprechend blockiert. Und dann gibt es auch so eine Deep Packet Inspection Firewall-Regel oder Firewall, die ist bei uns jetzt neu und für Modbus eben verfügbar. Und was die Firewall, diese Deep Packet Inspection macht, das sehen wir jetzt auf der nächsten Folie. Und zwar die schaut nicht nur auf die Verbindung, auf den Port, sondern auch auf das Protokoll, also auf den Dateninhalt, also nicht ob das TCP, UDP ist ausschließlich, sondern auch, was sind die Nutzdaten hier in diesem Datenpaket. Als Beispiel Modbus nehmen wir hierher, wir haben jetzt diesen Function Code 04, das ist Input Register lesen. Und ich gebe dann frei eben genau diesen Function Code 04 und Registeradresse 32.500 darf somit gelesen werden. Würde ich versuchen 32.501 zu lesen, würde das blockiert. Zweites Beispiel, Function Code 03 ist ein Register zu schreiben. 42.500 mit der Unit ID 1 würde erlaubt werden mit so einer Regel, alles andere würde blockiert werden zu schreiben. Und genau das macht diese Deep Packet Inspection, dass wir direkt diesen Datenverkehr oder den Dateninhalt analysieren in der Firewall und dann entsprechend freigeben oder sperren. Wie sieht das jetzt in VUS selbst aus? In VUS sieht das so aus. Wir haben hier die Möglichkeit, die Filterregeln anzulegen, und zwar müssen Sie immer entsprechend ein In-, ein Out-Interface angeben. Sie können angeben als Source- oder Destination-Adresse. Wenn wir hier rechts haben wir ein Video eingeblendet, da komme ich dann noch dazu zu sprechen oder darauf zu sprechen. Hier dürfte jetzt dieses 192.168.20/24 Netz als Source-Adresse auf die 192.168.3.11 schreiben oder beziehungsweise kommunizieren. Ob schreiben oder lesen, ergibt ja dann dieser Modbus Function Code. Ich habe das hier nochmal zusammengefasst mit Function Code 01 bis 16, damit Sie hier kurze Übersicht auch haben. Sollten Sie konfigurieren im Nachgang,
Videoaufzeichnung ansehen. Hier haben Sie dann noch die entsprechenden Function Codes dargestellt. Der Port ist defaultmäßig bei Modbus TCP Port 502, kann aber natürlich entsprechend verändert werden. Dann haben Sie diese Unit-ID, welche Sie am Gerät vergeben. Zusätzlich zur IP-Adresse hat ja ein Gerät diese Unit-ID, die mit kontrolliert wird und dann natürlich auch die Modbus-Registeradresse. Wenn wir jetzt rechts auf dieses Video hier schauen, dann haben Sie hier herunten einen Modbus Poll laufen. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, ich erfrage jetzt hier mit Modbus Poll diese 192.168.3.11 auf Port 502 ab und man sieht hier immer die entsprechenden Änderungen der Werte. Und jetzt ändere ich oben in der Konfiguration dieses Modbus-Register von 42.500 auf 42.501 und man sieht im Video unten, wir haben sofort einen Timeout-Error, also die Verbindung wird unterbrochen, weil das Daten, also weil die Firewall sagt, okay, dieses Register ist nicht freigegeben zu lesen und somit Verbindung wird unterbrochen. Wir haben wieder zurückgeändert oben auf 42.500. Und schon springt unten, ändert sich unser Ergebnis wieder, unser Zahlenwert. Wir können dieses Register wieder entsprechend lesen und haben eine entsprechende Verbindung. Also wir sehen, Funktion ist gegeben. Genau dieses Register wird zum Lesen und zum Schreiben freigegeben, dass ich dem entsprechend konfiguriert habe. Die Konfiguration selbst sieht dann so aus. Sie finden jetzt einen neuen Menüpunkt unter Configuration Firewall. Unter DPI Filter haben Sie jetzt diese Möglichkeit, diese Modbus DPI Filterregeln anzulegen. Sie sehen dann auch hier nochmals angegeben eben diese Modbus Function, diesen Function Code in unserem Fall 3. Diese Modbus Unit ID mit 1 und eben das entsprechende Modbus Register. Das kann immer als Range, also auch als Bereich angegeben werden. Wichtig ist natürlich, dass Sie diese Funktion bei Geräten mit erweiterter Firmware-Funktion haben. Das heißt, bei allen entsprechenden Routern, also Lynx 200, DDW 200, alle die Geräte, die eben mit 2 beginnen in der WOS 4 Hardware-Familie, alle Geräte, die auf Layer 2, die Switch-Ebene arbeiten, Lynx 100 oder DDW 142, die haben die Funktion natürlich nicht, weil die ja auch entsprechend Switch sind und kein Layer 3 Routing Gerät sind. Also hier haben Sie die Möglichkeit, das so entsprechend zu konfigurieren. Und neuer Menüpunkt, Firewall DPI Filter. Dazu muss natürlich die Firewall generell aktiviert sein. Auf der rechten Seite sehen Sie einen kurzen Screenshot von der Konsole. Über die Konsole unter Config IP Firewall können Sie mit Show DPI können Sie sich die Regel anzeigen lassen, die es hier jetzt gibt, oder mit DPI die entsprechende Hilfe. Sie finden natürlich alle Punkte, die Sie in der Web-Oberfläche haben, auch hier wieder entsprechend vorgegeben zur Konfiguration. Dann komme ich zum ersten Update und zwar 4.32.1. Es hat nicht lange gedauert, mit der 4.32.0 kamen die ersten Anrufe, dass generelle Paketfilterregeln, also Packet Filter Rules, Standardregeln, keine DPI-Regeln über die WebGUI nicht angelegt werden konnten. Und das wurde natürlich raschestmöglich behoben mit 4.32.1, jetzt auch natürlich für Sie schon ausgerollt. Und dann haben wir noch ein zweites Problem entdeckt. Über die Web-Oberfläche wurden die entsprechenden Änderungen der Regeln nicht übernommen und auch dieser Fehler oder dieser Bug wurde entsprechend behoben. Also wir halten fest, neue Funktion, Deep Packet Inspection für Modbus-Protokoll, um auch hier dann richtig in die Paketebene reinzugehen zu können, in die Protokollebene und entsprechende Register freigeben und sperren zu können. Kommen wir zum nächsten Thema. Das nächste Thema ist Deaktivierung von HTTP und HTTPS.
Jetzt sagen Sie vermutlich, das war bis dato auch schon so. Wir können aber ab sofort den kompletten Dienst deaktivieren. Also es ist nicht nur mehr im entsprechenden Interface deaktivierbar. Also wenn Sie gehen unter Configuration Network Interface, haben Sie ja Ihre entsprechenden VLANs, das VLAN 1, ein VLAN 2, einen OpenVPN-Tunnel, SSL 0, wie auch immer. Und Sie konnten ja oder können natürlich auch noch immer für jedes Interface speziell angeben, welche Management-Services Sie zur Verfügung stellen auf dem Interface. Und dort konnten Sie ja HTTP oder HTTPS oder natürlich auch beides oder keines entsprechend freigeben. Neu ist, Sie können den kompletten Dienst deaktivieren, also nicht nur den HTTP und HTTPS gemeinsam, sondern nur den HTTP-Port disablen oder nur den HTTPS-Port disablen oder entsprechend beide. Hier haben Sie unter Configuration System Web die Möglichkeit, eben hier rechts gezeigt, HTTP-Port disabled und HTTPS-Port enabled auf Port 443, auf diesem Default-Port entsprechend bereitzustellen. Wichtig ist natürlich auch, wenn Sie dieses Zertifikat für HTTPS tauschen wollen oder entsprechend auch tauschen müssen, dann ist dieses Zertifikat wie gewohnt unter Maintenance Certificates hochzuladen und dann können Sie hier dann Ihr entsprechend eigen hochgeladenes Zertifikat, das von Ihrer in Public Key Infrastructure, von Ihrer PKI kommt, entsprechend hochladen. Nächster Punkt von 4.32.0, den wir entsprechend geändert, angepasst, verbessert haben, ist, wir haben dieses IP-Config-Protokoll limitiert. Wichtig ist dabei, wir meinen hier natürlich nicht diesen Befehl, den Sie eintippen, um im Windows Ihre Interfaces oder Ihre Ethernet-Schnittstelle darzustellen, sondern es gibt ein IP-Config-Protokoll, welches zur Konfiguration von der VOS-Geräte dient. Das genau. Was ist IP-Config? Und zwar ist das ein, wie gesagt, spezielles Protokoll, entwickelt von Westermo. Und dieses Protokoll dient dazu, um Geräte, VOS4-Geräte im Netzwerk entsprechend zu finden. Also, Sie haben die Möglichkeit, das Ganze mit vConfig zu machen. Oder auch in VOS selbst haben Sie es vielleicht schon gesehen, unter Tools IP-Config haben Sie die Möglichkeit, in einem entsprechenden VLAN nach anderen Geräten zu suchen. Und die antworten, sofern natürlich IP-Config bei den anderen Geräten aktiviert ist, beziehungsweise natürlich auch bei den Management-Services in dem entsprechenden VLAN aktiv ist. Und Sie haben dann folgende Funktionen, die Geräte zu suchen, die IP-Einstellungen entsprechend anzupassen, wobei das ist limitiert auf vConfig. Da haben Sie keine Möglichkeit, direkt von VOS ein benachbartes Gerät zu konfigurieren über die IP-Einstellungen, sondern das ist limitiert auf vConfig. Und es gab auch die Möglichkeit, Firmware-Upgrades durchzuführen. Das ist nun entsprechend weggefallen, da wir hier unverschlüsselt den Datenverkehr hin und her schieben zwischen den Geräten, haben wir gesagt, okay, die Sicherheitslücke ist für manche Netzwerke definitiv zu groß. Deswegen hat man hier entsprechende Limitierung eingezogen und hat genau diese Funktion Firmware Upgrade deaktiviert. Keine Sorge, Firmware Upgrade mit vConfig oder Firmware Upgrade über die Weboberfläche, über CLI, mit USB-Stick, wie Sie das auch immer handhaben, wie auch immer der beste Weg ist für Sie, ist natürlich nach wie vor freigeschalten und ist nicht limitiert, sondern nur das Firmware Upgrade über dieses IP-Config-Protokoll ist weggefallen. Das hatten Sie bis dato ohnehin nicht genutzt in Ihrem Netzwerk vermutlich, weil eben vConfig auf andere Art und Weise das Update macht, über Web-Upload, beziehungsweise Sie das dann entsprechend vermutlich über die Webseite am Gerät gegebenenfalls natürlich noch machen. IP-Config kann aber noch viel mehr, dieses Protokoll. Und Sie sehen hier bei diesem Screenshot haben wir jetzt
zwei Geräte gefunden mit entsprechender IP-Adresse, mit entsprechenden Firmware-Versionen und mit einem Status. Und ich will hier die Möglichkeit auch nutzen, Sie ein bisschen tiefer einzuführen in dieses Thema IP-Config, IP-Config-Protokoll. Und zwar genau mit dieser Folie. Wie wir sehen, nehmen wir den Screenshot von vorhin. Wir haben zwei Geräte gefunden. Hier bei dieser Suche von IP-Config, was wir jetzt sehen, ist die MAC-Adresse, also die Base-MAC, die am Gerät auch angezeigt ist, die entsprechende IP-Adresse, in unserem Fall eben die 2.200 und 2.201. Wir wissen, dass die Geräte eine Version 4.32 haben. Wir wissen aber nicht, ob 4.32.0 oder 4.32.1. Also es wird das Main-Release angezeigt, 4.32, 4.31, 4.25, wie auch immer. Welche Gerätetype ist die Gegenstelle? Ist es ein Lynx, ist es ein Wolverine, also Ethernet Extender, ist es ein Red Fox? Und bei diesem Status, dieser Status beinhaltet mehrere Informationen. Was wir hier jetzt sehen, ist von links nach rechts, ist die Type, also Type, was den Efferentering betrifft, ist es ein Focal Point oder ist es ein Member, beziehungsweise ist der Ring inaktiv, kann ja natürlich auch sein, mit FOC oder MEM bezeichnet. Dann als nächstes haben wir diesen Ringstatus. Wie gesagt, Strich bedeutet wieder Ring inaktiv. Ring, wenn es so steht wie hier im Screenshot, gut gemacht. Ring ist in Ordnung, kein Fehler im Netzwerk oder kein Verbindungsfehler im Netzwerk aufgetreten. Bus würde bedeuten, dass irgendwo eine Verbindung unterbrochen ist zwischen den Switchen. Dann haben wir diesen Port-Status, das bedeutet mit Großbuchstaben Port M und N, das sind ja die beiden FRNT-Ring-Ports. Ist der Port up oder ist der Port down? Kleinbuchstaben würde bedeuten, dass der Port down ist, also Verbindungsunterbrechung genau hier auf diesen Ports oder welcher dieser beiden Ports. Strich natürlich wieder, der Ring ist inaktiv. Und dann die letzte Sektion beinhaltet dann entsprechend RSDP, SNMP und IGMP. Also welches dieser Services ist auf diesem VLAN aktiv? Großes R würde stehen natürlich für RSDP, großes S, Siegfried, für SNMP, für Simple Network Management Protocol und I für IGMP, für das Internet Group Messaging Protocol, ob das in diesem VLAN aktiv ist oder nicht. Wie wir hier sehen, haben wir in diesem VLAN, in dem wir gesucht haben, ich glaube es war, wenn wir zurückgehen, VLAN 1, in dem, genau hier im VLAN 1 haben wir gesucht, also haben wir hier kein Rapid Spanning Tree aktiviert im VLAN 1, aber SNMP und IGMP aktiv, beziehungsweise RSDP können Sie ja nicht im VLAN, sondern nur über das ganze Gerät aktivieren und das ist hier am ganzen Gerät deaktiviert. Welche weitere Änderungen haben wir vorgenommen? Wieder mal gibt es eine neue Bootloader-Version mit der 2017-12.0-8. Hier kann ich Sie wieder beruhigen, dient nur zur Gleichziehen der Version, also Sie haben keine Änderungen für VIOS 4. Alle Änderungen, die es hier gibt in diesem Bootloader, betrifft nur VIOS 5 Geräte, also die neue Lynx-Familie, neue Redfox-Serie, die Lynx 5512, Red Fox 56, 57er Serie, all die Geräte und eben um die Bootloader-Versionierung ident zu haben, haben wir hier natürlich auch eine neue Version generiert. Dann haben wir einige CVE wieder gefixt, unter anderem betrifft es hier zweimal Schwachstellen von der Web-Oberfläche von der Web-GUI. Hier verwenden wir diese Open Source, dieses CVET Web. Und da gab es zwei Schwachstellen, die wir behoben haben. Eine bekanntere Schwachstelle, die auch erst vor kurzem bekannt geworden ist, ist diese Open SSL Schwachstelle. Wir verwenden in VIOS generell kein OpenSSL. Es gibt aber Teile, die OpenSSL und LibreSSL ident verwenden und dadurch, dass VIOS aufgebaut ist auf LibreSSL,
sind wir natürlich auch von dieser Schwachstelle betroffen gewesen und wurde eben jetzt für 32 behoben. Und was vermutlich viele freuen wird, die im Bereich Security auch tätig sind, ist, wir haben diesen Support für HTTPS mit TLS 1.0 und 1.1 nun abgekündigt, rausgenommen. Also Sie benötigen auf jeden Fall TLS 1.2, um die Geräte mit HTTPS konfigurieren zu können, bedeutet gegebenenfalls ältere Browser, gegebenenfalls Internet Explorer, keine Möglichkeit mehr auf das Gerät selbst zuzugreifen. Dann in 4.32.0 haben wir natürlich auch Bugfixes vorgenommen. Eines der letzten Bugs, die gekommen sind mit 4.31.0, war dieses Prozent im Zeichen im Passwort, dass das nicht mehr funktioniert hat. Hintergrund, warum, war, wir haben den Verschlüsselungsalgorithmus angepasst bzw. adaptiert oder adaptiv gemacht. Sie können seit 4.32.1, wenn wir uns auf das Webinar zurückerinnern, angeben in der Konfiguration, wie das Passwort verschlüsselt sein soll. MD5, SHA-1 oder SHA-256, SHA-256 oder SHA-512, so glaube ich war es. Dieser Bug wurde natürlich behoben. Dann ein Bug, den wir auch sehr oft gesehen haben, war DDW-225-226, dass diese FRNT und RSTP-LEDs ständig an waren, wurde mit 4.32.0 behoben. Und dann gab es auch noch ein Problem mit schwankender PoE-Last, betrifft natürlich unsere Viper-Produkte. Auch dieses wurde behoben. Ich habe hier rechts einen kompletten Screenshot gemacht von der 4.32.0. Hier können sehen Sie genau, welche Bugfixes wir einfließen haben lassen in das neue VOS-Release. Dann gab es natürlich sofort das erste Bugfix-Release auch für 4.32.1. Wie schon erwähnt, Filter-Rule für WebGUI hat nicht funktioniert. Also die Standard-Filter-Rules haben immer Fehlermeldung gebracht, dass sie keine DPI-Rules sind. Und die OnLED hat nicht aufgehört zu blinken nach dem Login. Sie wissen ja, wenn Sie sich auf ein Gerät einloggen, beginnt die OnLED zu blinken. Kleiner Hinweis, wenn Sie natürlich viele Geräte nebeneinander haben, ist es ein ganz guter Hinweis, vielleicht mal kurz rüber zu gucken zu den Geräten, zu schauen, bin ich eigentlich auf dem richtigen Gerät. Sie sehen das eben anhand der blinkenden OnLED. Die sollte natürlich wieder aufhören zu blinken, tat es nicht mit 4.32.0, tut es aber wieder mit 4.32.1, also Sie können die Funktion wieder nutzen. Und dann gab es noch ein paar andere kleinere Fehlerbehebungen, die wir gleich mit der 4.32.1 mitgenommen haben. Lisa, ganz kurz, gibt es aktuell schon Fragen im System? Ja, Erwin, tatsächlich. Eine Frage haben wir schon. Und ja, wir freuen uns, wenn es noch ein paar mehr werden. Ich habe es am Anfang schon gesagt, nutzen Sie gerne das Chatfenster. Wir haben es hier eingeblendet nochmal. Stellen Sie Ihre Frage während des Webinars und wir werden am Ende des Webinars auf alle Fragen eingehen und freuen uns, wenn wir ein bisschen in die Interaktion mit Ihnen treten können. Also fleißig weiter Fragen sammeln und wir werden dann später alle zusammen beantworten. Dankeschön. Super, Lisa. Freut mich, wenn es Fragen gibt. Wie gesagt, Lisa hat es erwähnt, zum Schluss kommen wir drauf. Jetzt geht es weiter mit vConfig. vConfig 1.15.0, hier gibt es ja diese IBEX-Erweiterung für Sie als neue Funktion. IBEX, ganz kurz ins Leben zurückgerufen. IBEX, welche Gerätefamilie ist das? Das ist diese Zug, Onboard, WLAN, Gerätefamilie für Passenger Wi-Fi, für Train to Ground, für Intercarriage Link, wo Sie die entsprechenden Waggone miteinander zusammenkoppeln können. Also doch eine eher speziellere Anwendung für den Bahnbereich. Natürlich sind die Geräte auch außerhalb des Bahnbereichs erfolgreich oder können auch erfolgreich hier angewendet werden. Es gab auch schon ein Webinar, ich glaube das letzte Webinar, das wir gehalten haben oder das die Kollegen gehalten haben, der Lukas Hauser und Marcel Bühner, war genau über dieses IBEX-Thema und hier haben wir jetzt auch vConfig erweitert.
Was haben wir erweitert? Wir haben entsprechend einen Security-Scan im Hintergrund angepasst. Der findet diverse Sicherheitsschwachstellen für Sie nun völlig automatisch. Was könnte das sein? Beispiele habe ich hier angeführt mit schwache Wi-Fi, Pre-Shared Key, Passwörter, schwache Verschlüsselung oder schwache Verschlüsselung in der Luft sozusagen, Default SNMP Communities, genauso wie ein nicht geändertes Passwort. Sollten Sie Telnet verwenden oder Telnet aktiviert sein würde, wie Config Sie darauf hinweisen? Gibt es in Ihrer Wi-Fi-Infrastruktur auf den Geräten Ports, die Sie nicht verwenden oder auch HTTP anstatt von HTTPS, wenn Sie verwenden, würde eine Meldung hochkommen in WeConfig und würde Sie darauf hinweisen. Dann haben wir auch Funkdiagnosezähler bzw. Werte können nun ausgelesen werden. Als Beispiel, ich habe jetzt hier nicht alle angeführt, ist erfolgreiche Anmeldungen am WLAN, natürlich genauso erfolglose Anmeldungen oder Anmeldeversuche. Diverse Empfangspegeln können auch entsprechend aufgezeichnet werden. Ich habe das mit den Signalpegeln für Sie hier mal zusammengestellt, habe wieder ein kurzes Video gemacht. Sie starten WeConfig mit der Suche. Sie haben gesehen, ich wähle das Gerät aus, gehe dann oben hier auf diesen Diagnostic-Button, entschuldige, auf diesen Diagnostic-Tab, wähle dann hier die entsprechenden Kanäle aus, die ich sehen möchte. Hier in diesem Fall ist das Channel Chain 0, 1, 2. Das Gerät hat drei Antennenschlüsse, also jeden einzelnen Antennenanschluss. Sagen, das Sample-Intervall, das Aufzeichnungsintervall habe ich dann gestellt auf eine Sekunde, bin gegangen auf Start und Sie sehen jetzt hier, wie sich die einzelnen Kanäle zueinander verhalten, wie die Signalpegel sind von diesen Kanälen farblich dargestellt. Jetzt wäre gerade dieser Chain 2, also dieser Antennenanschluss 2 nach unten gegangen. Und Sie haben hier somit eine gute Möglichkeit, das Ganze zu diagnostizieren. Sie haben natürlich wie gewohnt auch die Möglichkeit, das Ganze in ein CSV zu exportieren. Bitte vor der Aufzeichnung hier den Haken zu setzen, Export CSV. Wenn Sie danach die Aufzeichnung stoppen und hier auf Stopp gehen, fragt das System Sie, wo Sie die entsprechende CSV ablegen wollen bzw. ablegen können. Hier gibt es noch eine kleine Unschönheit, dass diese Information, welcher Wert, welcher Chain ist, fehlt bei der Aufzeichnung. Das werden wir natürlich entsprechend für Sie ergänzen. Ist auch schon eingespiesen in die Entwicklungsabteilung. Ich würde meinen, dass es mit einem der nächsten Updates dann natürlich für Sie zur Verfügung steht. Gute Möglichkeit, eben Signalpegeln aufzuzeichnen, haben Sie jetzt hier direkt mit WeConfig zur Verfügung gestellt bekommen. Welche weiteren generellen Änderungen, Bugfixes, wurden mit WeConfig vorgenommen? Sie sehen hier, wir haben dieses WinPCAP entsprechend erneuert und auf Stand gebracht, um hier auch keine Schwachstellen zuzulassen. WeConfig hat nun die Möglichkeit, MRP-Traps entsprechend zu empfangen und natürlich auch entsprechend sauber darzustellen. Und WeConfig gibt nun auch den Hinweis, dass nach dem Update des Bootloaders von WeOS 5 Geräten, also wie gesagt, neue Lynx, neue Red Fox Serie, die Geräte neu zu starten sind, damit dieser Bootloader neu eingelesen werden kann, die Version. Ansonsten Bugfixes sehen Sie hier auf der rechten Seite. Ja, entsprechend einige Fehler, die zusätzlich noch behoben sind. Was ich hier gleich sehe, ist zum Beispiel, dass dieser Schrägstrich nicht möglich war, im Location Field zu verwenden, wurde behoben als Beispiel. Wie gesagt, Sie sehen hier immer alle möglichen oder alle Bugs, die entsprechend behoben wurden. Download, wie kommen Sie zu den entsprechenden Versionen, zur entsprechenden Software? WeOS 4 finden Sie unter westermo.de. Lösungen
VOS und danach finden Sie Download VOS und Download VOS 4. Ident VOS 5 haben Sie die Möglichkeit unter vestermo.de Lösungen VOS und dann wieder Download VOS, VOS 5. Sie finden zu beiden Versionen hier diesen SHA-256 Hash dieser Datei, dieser ZIP-Datei. Sie haben die Möglichkeit, diesen SHA-256 Hash zu vergleichen, also indem Sie den Hash bilden der Download oder des Downloads und können das dann hier mit diesem Zahlenwert vergleichen, dann können Sie davon ausgehen, dass die Firmware nicht verändert wurde, also dass sie auch eine Originalfirmware von Vestermo ist. Wenn Sie keinen Hash-Rechner bei der Hand haben, in vConfig haben wir einen für Sie inkludiert. Unter Project Tools haben Sie so einen Hash-Calculator, wo Sie dann direkt die ZIP-Datei angeben. Sie können dann auch hier oder auf der Webseite finden Sie natürlich auch den entsprechenden Hash-Wert reinkopieren als Vergleich und vConfig direkt vergleichen lassen. Ganz nette Funktion, die Sie hier nutzen können. Und vConfig selbst finden Sie natürlich auch auf der Webseite unter vestermo.de Lösungen vConfig und Get oder Download vConfig. Dort finden Sie alle entsprechenden Informationen und Downloads. Lisa, kommen wir zur Zusammenfassung. Jawohl, Erwin, vielen Dank schon mal. Hier haben wir nochmal die Zusammenfassung für Sie. In WeOS 4.32.0 haben wir nun die Firewall um die Deep Packet Inspection Funktion für Modbus erweitert. Web Service HTTP und HTTPS ist ab sofort auch in WeOS getrennt deaktivierbar. Und des Weiteren haben wir das Vestermo IP Config Protokoll limitiert und um die Sicherheit dann damit zu erhöhen. Kommen wir zu den Zusammenfassungen für WeConfig 1.15.0. Hier haben wir die Integration der IBEX-Produktserie erweitert und um wesentliche Funktionen dann ergänzt. WinPCAP wurde auch erneuert und WeConfig kann ab sofort auch SNMP-Traps für das MRP-Ring-Protokoll empfangen. Natürlich warten aber auch noch viele weitere Funktionen mehr für Sie. So, dann gehen wir weiter, wenn es mich lässt. Sehr gut. So, wir kommen nun zu den Fragen. Ich hatte schon angekündigt. Wer gerne möchte, darf gerne weiterhin Fragen stellen. Vielleicht tun sich ja auch noch ein paar Fragen auf. Wir starten jedenfalls jetzt mal mit der ersten Frage. Und die wäre an dich, Erwin. Und zwar, ich schalte dich auch dafür mit dem Video mal zu. Ich stelle einfach die Fragen und du antwortest. Sehr gerne. Kann man WeOS 4 Geräte auf WeOS 5 updaten? Nein. Die kurze, schnelle Antwort ist nein. Die Möglichkeit gibt es nicht oder aktuell nicht. Für WeOS 5 Geräte benötigen Sie eben neue Hardware. Wie gesagt, Lynx 55, Lynx 56, 12 Red Fox, 57 Red Fox 58er Serie, die sind aktuell auf WeOS 5 und laufen auch ausschließlich auf WeOS 5. Also Sie haben auch retour nicht die Möglichkeit, WeOS 4 auf so ein Gerät drauf zu spielen. Ob es die Möglichkeit geben wird in Zukunft, ist aktuell nicht entschieden oder vielleicht technisch auch noch nicht so 100% klar. Sie müssen sich vorstellen, die etwas älteren Geräte haben natürlich kleinere CPUs, kleinere Rechenleistungen. WeOS 5 ist natürlich wesentlich performanter, wesentlich größer, wird natürlich auch immer mehr und mehr oder rasant mehr von der Funktionalität, die hier reinkommt in WeOS 5. Also hier haben wir aktuell, nein, die Möglichkeit nicht, WeOS 4 Geräte auf WeOS 5 zu bekommen. Alles klar, danke dir, Erwin. Dann haben wir noch eine zweite Frage, die lautet, ist die Modbus TCP DPI Firewall auch in WeOS 5 verfügbar? Aktuell nicht, meines Wissens nach. Wir müssten nochmal genau die Release Notes durchschauen für WeOS 5, aber ich bin der Meinung, dass sie aktuell für WeOS 4 zur Verfügung steht.
Wird aber definitiv, würde ich meinen, natürlich für Wir als Fünf dann noch nachgereicht werden. Müssen wir dann in den Release Notes nochmal genau gucken, aber ich glaube nicht, dass sie aktuell schon drinnen ist, die Funktionalität. Perfekt, danke dir. Das waren auch die zwei Fragen, die wir bisher hatten. Wir gehen jetzt nicht davon aus, dass noch welche eintrudeln. Falls doch, gehen wir dann ad hoc nochmal drauf ein. Ich habe einen Blick auf die Frageseite. Und ansonsten würden wir dann weitergehen. Wir bedanken uns schon mal für alle Fragen, die gestellt wurden und hoffen, diese wurden auch entsprechend beantwortet. Danke, Erwin. So. Dann sehen Sie gleich mich wieder. Ich habe umgeschaltet. Ich möchte gerne noch mal darauf hinweisen, dass wir auch weitere Webinare geplant haben. Unsere Webinare und Aufzeichnungen, die wir bisher gemacht haben, finden Sie unter www.westamo.de, News and Events, Webinars auf unserer Homepage. Weitere Webinare, die bald zu sehen sein werden, sind Verschlüsselung und VPN am 13. September. Netzwerkmonitoring am 26. September und geroutete Redundanzen am 8. November, alle 2022. Die Einladungen zu den Webinaren werden wir wie immer über unseren Newsletter verteilen. Falls Sie noch nicht registriert sind oder sich angemeldet haben, können Sie sich gerne anmelden unter www.westamo.de News and Events Newsletter. Wir freuen uns, wenn Sie sich für den Newsletter anmelden. Sie verpassen dann einfach nicht die allerneuesten Informationen über Westamo, ganz im Allgemeinen und natürlich auch unsere Webinare. Wir werden da immer darauf hinweisen. Erwin, vielleicht kannst du auf die nächste Seite schalten. Ist schon, sollte so sein. Danke dir. Gut, dann kommen wir jetzt zum Ende unseres Live-Webinars. Wir sind ein bisschen vor der Zeit. Wir dachten ungefähr 45 Minuten, haben Ihnen dadurch jetzt 3 Minuten geschenkt. Wir freuen uns sehr, dass Sie wieder mal dabei waren zu unserem Webinar WeOS 4.32.0 und WeConfig 1.15.0, die Updates. Und wir freuen uns auf ein Wiedersehen beim nächsten Webinar. Falls Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns gerne. Wir freuen uns auch über einen Austausch über LinkedIn. Und bleiben Sie alle gesund. Wir sehen uns. Bis dann. Tschüss. Besten Dank fürs Teilnehmen. Tschüss.